Hallo, mein Name ist Mike. Ich bin gefragt worden, ob ich nicht ein Review von meiner Bosch GTS 10XC Professional machen kann. Dem möchte ich ganz gerne nachkommen. Und zunächst möchte ich euch ein paar bewegte Bilder von der Maschine zeigen und anschließend werde ich noch ein paar Worte dazu sagen. So, nachdem ihr ein paar Bilder von der Maschine gesehen habt, habt ihr auch eine bessere Vorstellung. Also zunächst muss ich sagen, als ich sie bekommen habe, war sie aus der Kiste heraus schon akkurat eingestellt. Also ich musste nichts nachstellen. Jetzt möchte ich ein paar Sachen dazu sagen, was mir gefallen hat. Also als allererstes gefällt mir natürlich der Anschlag. Der ist leicht einhängbar, leicht verstellbar. Ist selbst arretierend, also das, was man hier über diese Lupenfunktion eingestellt hat, das stimmt dann nachher auch. Ja, was mir auch gefällt an der Tischkreissäge ist, also ist sehr funktionell gemacht. Hier ein Hebel hoch und ich kann die Tischverbreiterung bis auf 635 mm ausziehen, dann brauche ich es nachher nur runter zu drücken und es ist arretiert. Und umgekehrt auch rein und runter. Die Skala geht auch mit, das heißt, ich kann den Anschlag oder die Abmessungen am Anschlag auch genau einstellen. Ist also wirklich ein großer Vorteil. Was mir außerdem gut gefällt und was für mich auch wichtig ist, wenn ich die Sägeblätter wechsle, dann geht es auch schnell. Das hat ebenfalls eine Arretierung drin, ähnlich wie bei einigen Fräsmaschinen, die also das Blatt festhält und man kann in Ruhe das auf- und zuschrauben. Jeder kennt das, nur was schnell und einfach geht, nutzt man auch. Und ich nutze es also wirklich, um Längsschnitte oder Querschnitte das Sägeblatt zu wechseln. So, was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Ja, die negativen Punkten. Es gibt einen. Und zwar beim Queranschlag hier. Da ist es so, dass an sich ist das Ding sehr stabil gemacht, aber diese Schiene hier ist etwas zu dünne geraten. Dadurch hat es etwas Spiel in den Luten. Das kann man zwar leicht beheben, aber es ist ärgerlich, wenn eigentlich so ein kleiner Punkt den Gesamteindruck ein bisschen trübt. Außerdem gefällt mir an der Maschine, dass man diesen Queranschlag reinmachen kann. Dann kann man das hier hinten arretieren und dann hat man einen zusätzlichen Schlitten. Ebenfalls über nur einen einzigen Hebel kann man den freigeben und kann diese Schlittenfunktion benutzen. Also auch eine tolle Geschichte. So, jeder will natürlich wissen, kann ich das Ding kaufen? Also, wer es so nutzt wie ich und eine kleine Werkstatt hat, ja. Wenn es jemand auf die Baustelle mitnehmen will, würde ich auch ja sagen. Ist sie präziser als so eine Makita oder Bosch Grün? Ja, viel präziser. Also, das sind einige Klassen darüber. Im Vergleich zu Erika, also ich kenne nur die 85er,
Die etwas kleinere 65er kenne ich nicht. Da ist sie kleiner und kompakter. Und sie hat natürlich nicht diesen Seitenanschlagsgeschichte, beziehungsweise Queranschlagsgeschichte wie bei der Erika, die aber auch viel Platz wegnimmt. Also dafür muss man einfach Platz haben, um die zu montieren. Ja, also ich würde sie wieder kaufen. Ich finde, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut ist. Und wenn man es noch verbessern möchte, hat man die Möglichkeit, wenn man also Längsschnitte macht, sich so ein Zero Clearance Insert zu machen, nennt sich das in Amerika. Das ist also einfach ein anderer Einsatz, der eben ja keine Lücke zwischen dem Blatt und dem eigentlichen Tisch lässt. Und wer, ja, sagen wir mal, annähernd an die Erika 85 rankommen will, der kann sich natürlich so ein Crosscut-Sled bauen. Das habt ihr ja schon bei einigen Filmen von mir gesehen. Das kann man in verschiedenen Größen bauen. Und damit sind also Querschnitte in 90 Grad Winkel überhaupt gar kein Problem mehr. Und da kommt sie dann der Erika ziemlich nah. Also was zumindest die Qualität der Schnitte angeht. So, also wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte Daumen hoch. Wer mehr von mir sehen möchte und mich noch nicht abonniert hat, der möchte mich doch bitte abonnieren. Und wer Fragen hat, der darf sie gerne stellen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Diesmal wird es aber eine kleine Pause geben. Also, tschüss, euer Mike.